plötzlich so ernst geworden? Heiraten ist doch eine ernste Sache. Aber doch nicht in unserem Falle. Fiel es Ihnen wirklich so schwer, mich ernstlich zu halten? Viel geschieht, wenn am Tag die Sonne scheint. Man sagt oft, was man nicht so ehrlich meint. Man verspricht und man bricht es hinterher. Nur beim Tango zu lügen ist schwer. Sollst du arretieren? Er ist betrunken und will randalieren. Ich will mich mit dieser Frau vermählen. Juan! Das ist Liebe auf den ersten Blick, ist auch dein Ernst. Ja, Theola. Wird nun getraut. Nein! Gib Acht, wie du's lernst. Stillgestanden! Gewehr in die Hand! Fertig! Ja, wenn man so mit mir spricht, her mit der Braut, es wird getraut. Hier ist ein fabelhafter Ehekontrakt. Ich bitte um Ruhe für den feierlichen Akt. Als oberster Vertreter der Behörde frage ich die Anwesenden, wie heißen Sie, Senor? Juan D'Amigo. Juan D'Amigo, ob Sie aus freier Entschließung das Fräulein, wie heißen Sie, Senorita? Clivia Gray, USA. Clivia Gray, USA, zu ehelich entschlossen sind? Ja. Aus freier Entschließung. Und Sie, Senorita, frage ich, ob Sie aus freier Entschließung den Senor Juan D'Amigo zu ehelichen entschlossen sind? Ja. Fabelhafte Reportage. Dann bitte ich, gütigst zu unterschreiben. Bitte. Danke. Der Junge ist richtig. Der kann so bleiben. Haben Sie Eheringe zum Tausch? Bedaure! Vergessen! Im ersten Liebesrausch! Das hat bei uns ja fast gar nichts zu bedeuten. Sie tauschen eben ein paar Liebenswürdigkeiten mit dir. Möcht ich durchs Leben wandern, mit dir nur kann ich glücklich sein. Und schenk dein Herz nie einem anderen, dein Herz gehört nur mir allein. Thank you.
mache die jungverheirateten Herrschaften nur noch darauf aufmerksam, dass sie von jetzt an in ganz Bolivia völlig unbeanstandet in einem Zimmer übernachten können. War nicht nötig. Und nun zum Schluss noch einen Kuss. Muss das sein? Unbedingt. Es geht sofort ein Kabel los. Große Sensation, stopp. Clivia Gray aus USA, stopp. Heiratet, stopp. Einen Gaucho, stopp. Aus Bolivia, stopp. Eskortieren das ganze Amazonenkorps.